Wie haben wir es denn? Ich kann ja so schwätzen, wenn man da schwätzt normalerweise. Ich meine gerade, etwas profitieren wir doch bei dem ganzen Krieg, der über uns geht. Wir sehen wieder einmal, dass wir zusammengehören. Und mit nichts anderes bringt man das besser zum Ausdruck, wenn mit unserer eigenen Sprache, mit einer Sprache, wo sie in Paris nicht verstehen, wo sie in Bonn nicht verstehen und wo sie alle in München auch nicht verstehen, aber wo wir unserem alemannischen Raum alle verstehen und mit einer Sprache, wo so vielfältig ist und wo wir unser Gemüt so ausdrücken können mit. Aber ich will es an der Sache kommen. Jeder, der noch ein kleines wenig Sinn in sich hat und neben dem Sinn noch ein wenig Gemüt und Gefühl, der weiß jetzt bald, wo er dran ist. Der weiß nämlich jetzt, dass es uns so langsam an der Kragen geht. Und vorig, wo ich daher gefahren bin, habe ich gemeint, ich sehe nicht gut. Ein Vertreter vom Badenwerk ist gerade wieder ins Auto gestiegen und fortgefahren. Da sieht man auch, wer man bespitzelt wird. Und aus diesem Vorfall möchte ich aber auch den Schluss ziehen, dass das, was hinten und dahin am Rhein passiert, also was links und rechts vom Rhein passiert, doch in einem Zusammenhang gesehen werden muss. Früher, wissen wir, ich will jetzt das sagen, was wir als Kinder gelernt haben. Früher hat man als gesagt, Lumpensegel sind hinten am Rhein. Gang nieder. Schau rüber und dann sehe ich sie. Aber ich meine, wir müssen hier zusammenhalten, wenn uns das Leben überhaupt noch etwas wert ist. Und wenn wir nicht einmal der sind, wenn, wo man dann nachher vielleicht im Grabstein sogar einen Tritt gibt. Und sagt, das ist auch einer gewesen von allen, der die Möglichkeit gehabt hat, sich zu wehren. Aber er hat sich nicht gewehrt. Uns geschieht ihm recht. Aber wir, meint der, wo nach uns kommen jetzt, der haben wir noch zu sagen. Das war's.